Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen hier in Kantopolis zu Transport Fever. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. An meiner Seite darf ich begrüßen den Manu. Hallo. So, wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Folge 34 sind wir jetzt. Und ihr seht hier sehr viel los. Hier ist richtig was los. Und da wollen wir natürlich mal gucken, dass das alles hier gut vonstatten läuft. So, wir haben heute vor, nochmal weiter in Hannover zu ackern. Ihr habt das ja in der letzten Folge gesehen. Wir haben in Hannover ordentlich was gebaut. Und dafür müssen wir erstmal ein paar LKWs kaufen und Linien erstellen. Ach, wir machen erst die Linien. Komm, wir machen erst die Linien. Wir brauchen zwei Linien. Weil sonst ärgern wir uns selber wieder darüber. Das haben wir ja letztes Mal schon gemacht, dass wir einfach mit einem LKW, mit einer LKW-Linie zwei Haltestellen angefahren sind, dann haben sie an der ersten Haltestelle nochmal umgeladen, dann hat der zweite LKW das von dem ersten LKW nochmal mitgenommen und ja, kennen wir alles, ne? So, das wäre ein Gütertruck Hannover Industrie und dann nennen wir den hier Gütertruck Hannover Gewerbe. Wird natürlich überall ein bisschen Mix drin sein. Ist ja auch nicht schlimm. Guck mal, so wie ich mir das geplant habe, so hat es auch wirklich funktioniert. Das ist ja heftig. Boah, das ist okay so. So hätte ich mir das natürlich nicht eher gewünscht. Rechts rein, links rein, rechts raus. Ist aber egal. Aber so ist es auch okay. So, jetzt haben wir die beiden Linien fertig. Da schicken wir jetzt erstmal einfach zwei LKWs drauf, um einfach nur da ein bisschen Bewegung zu haben. Weil bis die LKWs da sind, dauert das Ganze. Wir haben natürlich die Challenge, ein Depot. Ein Depot ist immer noch hier hinten in Gallien, das Straßenfahrzeugdepot Gallien. Wir haben noch kein weiteres gebaut. Das Einzige, was wir noch gebaut haben, war ein Tram-Depot, weil das wirklich schwierig ist, da die Sicherheit zu gewährleisten. So, wir werden einfach mal, damit es halt günstig bleibt, erstmal den Opel Blitz dahin schicken mit 60 km/h, das ist okay. Fährt in der Stadt eh nicht viel schneller. Gütertruck Hannover Gewerbe. Und dann nochmal Gütertruck Hannover Industrie. Gut, wir können die Fahrzeuge natürlich mit Sofortersetzung sofort ersetzen. Das würde uns natürlich nachher den ganzen Kram ein bisschen rausboxen. Was mich jetzt ein bisschen wundert, dass das Getreide nicht viel mehr produziert. Aber da waren wir ja gleich bei. Hier sind auch richtig viele Leute. 199 wollen nach Kantopolis. Kommt hier nochmal ein Zug? Ah, da kommt ein Zug. Gucken wir uns mal kurz an. Das war ein kurzer Ruckler. Wie gesagt, ich habe die Einstellung nochmal überarbeitet. Aber ich glaube, ein bisschen ruckelt das immer noch. Müssen wir mal gucken. Also, wie gesagt, da nochmal Feedback abgeben. Ich werde dann nochmal versuchen, die Einstellung ein bisschen zu verbessern. Aber hier haben wir die LKWs. Die bringen ja auch den Kraftstoff nochmal in die Stadt. Und wir wollen jetzt einen Zug erstmal bauen, der hier reinfährt und rüberfährt nach Hannover. Dieser Zug wird abfahren von diesem Depot. Wir haben ja auch da die Challenge angenommen, das nur ein Depot zu nehmen. Und das ist in Mopshausen. Ich habe ein paar neue Mods mit reingenommen, mitunter auch Fake Lok und auch die Fake Wagen. Hier sieht man das, Fake Passenger Wagen. Schafft halt nur ein Kapazität, kostet aber nichts. Müssten wir jetzt 500 ranhängen um 500 Leute, aber das ist halt auch schwierig. Halt, ne? So, wir sollten jetzt einigermaßen preiswerte Lokomotive wählen mit preiswerten Wagen, die alles können. So, alles können. Die sind zu schnell. Wir bräuchten im Grunde genommen, wäre das am einfachsten, wenn wir die Schiebewandwagen nehmen, weil die können Lebensmittel, Waren, Maschinen, Werkzeuge, Baumaterial, nur, was können sie nicht? Warte mal, was fehlt denn da? Öl. Öl. Nur Öl können sie nicht, das heißt Kraftstoff lassen wir weg. Das heißt, wir können von hier oben aus dann einen Zug runterfahren lassen gleich.
und damit halt Abforderung anstellen sozusagen. So, wir gucken mal. Dann, nee, wir können ja alles nehmen. Was haben wir denn da Schönes? Ist ja alles elektrifiziert. Ja, die AE ist ein bisschen zu kräftig und ein bisschen zu teuer für den ganzen Spaß. Die Badische ist nur eine Person, ne? Ja, die Badische ist eine Person, Lokomotive. A35. Was sagst du? Die Einheitslok DB hast du nicht drin. Einheitslok DB? Ich glaube nicht, nein. Oder dann die A35. Oder die 100er hätte ich noch, die BRV100. Obwohl davon ist auch schon die neuere, glaube ich, jetzt mittlerweile ja, da. Ja, die 232 bist du. Die 203. Die nehmen wir. Die nehmen wir einfach mal. Und an Güterwagen werden wir dann die Schiebewandwagen einfach mal nehmen. Hier haben wir noch mal ein paar mehr. 2, 3, 4, 5. Wir können ja die Loks, je nachdem können wir ja variieren. Ist ja nur, dass wir erstmal eine Abfolge haben. Nehmen wir 3, nehmen wir 4 Waggons mit. Und dann haben wir den auf jeden Fall schon mal da. Dann brauchen wir nochmal eine Linie. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sowas mache. Deswegen habt ein bisschen Nachsicht mit mir, wenn das nicht alles so einfach und locker von der Hand geht. Güterzug Hannover Versorger. So. Der fährt los, damit er die erste Haltestelle auch richtig hat an diesem Bahnhof und fährt dann hier hoch zu diesem Bahnhof. Nein, einmal nur dahin, zweimal dahin bringt nichts. Gut, das haben wir. Da schicken wir die auch gleich drauf, aber da wollen wir bestimmt mitfahren. Wir können ja erstmal gucken, wie die hier überhaupt reinkommt und welchen Bahnhof die Dame hier überhaupt anfährt. Ja, okay. Das Gleis und fährt da raus. Das ist okay. Das müsste so passen. Dann brauchen wir noch einen Zug. Das ist jetzt die Frage, nehmen wir wirklich Brot oder Steine? Baumaterialien, glaube ich, sind einfacher zu produzieren. Weil irgendwie haut das mit der Abfolge hier nicht hin. Aber vielleicht, wenn wir jetzt Nachfrage produzieren, vielleicht steigt dann auch die Produktion. Dann brauchen wir noch eine Lok, die nach unten fährt. Wäre wahrscheinlich was Elektrisches am kostengünstigsten. Günstigsten. Die 120er. Boah. Da müssen wir aber auch ein bisschen mehr da unten abfordern. Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal rüberfahren nach Kantopolis und auch nach... Wie sieht's aus mit der EMD? Stimmt, die hatten wir hinzugefügt, ne? EMD AEM 7 über der Punkt 20. AEM 7? Die fährt 201. Die GEC 40 hätten wir. Das wäre auch so eine amerikanische Lok. Die 218. Könnte man auch nehmen, ne? Ja, haben wir auch schon eine Weile. 6,4 Millionen Güter. Ach, ich mach mal eben Pause. So, der wird natürlich erstmal bestückt mit den Doppelstock-Containerwagen. Aber der fährt 160. Hatten wir hier noch die gelben? Oder fuhren die gelben auch so schnell? Die sind Betriebwagen. Die sind bei Triebwagen, die fahren aber auch 160. Die Lok fährt 140, oder? Die Lok fährt 140. Ach komm, machen wir. Mut zur Lücke. Die hängen wir an die DB ran, an die 140er. Dann kann die mal ein bisschen Strecke machen. Wenn wir dann was Neues brauchen, denn das ist ja auch okay. Also machen wir jetzt Güterzug Umschlag
Brot. Umschlag. Umschlag. Umschlag Brot. Fährt hier los. Da müssen wir natürlich gleich nochmal gucken. Und fährt hier hin. Der hat kurz geruckelt. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo hier überhaupt noch Platz ist. Da war keiner dran. Ja, dann nehmen wir den Platz. Wir müssen eh hier oben rum. Dann fährt er hier durch. Testlok. Wie bitte? Fährt ja wie die Testlok im Endeffekt. Fährt wie die Testlok, ja. Jetzt ist die Frage, lassen wir den Ölzug lieber auf die rechte Spur. Oder gehen wir durch den Bahnhof vielleicht einspurig durch? Oder bauen wir da noch einen Durchgangsbahnhof ran? Ich würde es erstmal so machen und dann sehen wir, okay, ob der Dinge ist. Probieren wir mal. So, dann fahren wir hier weiter, weiter, weiter. Hier fahren wir durch den Bahnhof, da hinten rum. Dann kommen wir hier ran und fährt dann in die zweite Nische rein. Guck mal, genau wie ich das geplant habe. Könnte schon interessant werden. Davon müssen wir aber wahrscheinlich zwei Loks von nehmen, ne? Duplizieren, ja. Genau. Oh. Ich bin gerade im Fake-Bahnhof drin. Im Fake-Depot. Oh. Ah. Das heißt, hier bauen wir die nochmal. Oh, wollen wir die 320 nehmen? Als Zuglok, ja, könnten wir auch machen. V320 oder 232? 232. Gut. Wir sind ja immerhin schon im Jahre 1993. Das sieht bestimmt geil aus. Ritt, 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 ritt. 5 Stück, zack. Einmal zusammenfügen. Kopieren. Zack, haben wir nur noch 9 Millionen. Gut. So. Wir wollen jetzt diesen Zug einsetzen. Güterzug Hannover Versorger. Und diese beiden Züge wollen wir einsetzen. Güterzug Umschlag Brot. Umschlag Brot. Gut, jetzt wird es spannend. Die LKW sind noch auf dem Weg nach unten, nach Hannover. Wir könnten natürlich parallel noch versuchen, von hier aus rüber zu fahren nach Kantopolis. Dass wir in Kantopolis auch noch so anliefern. Dass wir einfach nochmal eine Brücke vielleicht rüber bauen, so wie wir das jetzt schon vorbereitet haben. Dass wir vielleicht die Brücke ganz rüberziehen. Ja, wir fahren einen Zug. Mit dem Zug nach Kantopolis. Ach stimmt, wir haben ja da oben, ne? Aber wir können auch den Zug einfach nehmen. Patsch! Ja, gut. Ich habe gerade gehört, wir bauen noch eine Linie. Im Güterzug. Kantopolis. Sorge. Wäre auch eigentlich blöd, wenn wir das nicht machen würden, ne? Ja, dann könnten wir den Ölzug, der nach Kantopolis an den Bahnhof fährt, vielleicht schon weiter auf den Umschlag lenken. Der könnte von hier aus auch umladen und zum Umschlag fahren. Auf dem Rückweg zum Beispiel, ja? Mhm. Krasser Kram hier. Ja, dann machen wir nochmal so eine wie die erste, die wir gebaut haben. R203. Ja. Besten dann aber nicht mehr. Er hat auch mit Schiebewandwagen und mit zwei Öl fahren kann. Ja, aber bringt ja nichts, wenn er was mit rüber nimmt, weil der andere Schiebewandwagen kann auch nichts mitnehmen. Erstmal Schiebewandwagen, wir bohren dann auf. Ich denke auch. Warte mal, wo wollte ich denn hin? Was habe ich jetzt gebaut? Genau, Schiebewandwagen. Mann, bringst mich ja total durcheinander. So, Schiebebahnwagen. Hier können wir noch mal ein paar andere nehmen. Ja.
Und den Dental, Miele und den so, zack, fertig. So, den schicken wir jetzt auf die Linie Güterzug, Gantopolis Versorger. Gut, dann kommen jetzt einiges an Zügen raus. Und wir werden noch eine Mitfahrt machen. Wir gucken uns das Ganze gleich mal an. Wie gesagt, qualitativ bin ich noch nicht ganz zufrieden mit dem, was wir jetzt haben mit diesem Ruckeln. Da müssen wir halt mal gucken, ob das alles jetzt so passt. Wenn wir natürlich jetzt gleich pleite gehen, dann müssen wir natürlich das Ganze wieder verkaufen. Aber ich hoffe es einfach mal nicht. Wo fährst du denn? Achso, ich wollte gerade sagen. Wenn wir dann mitfahren, kann ich ja die Nachrichten vorlesen. Auf jeden Fall. Soll ich? Ja, bitte. Daily News, abhängig parteiisch, rechthaberisch. Logistikspezialist Ängstlich und Schraube soll Newcante Logistik bei der Planung und dem Betriebskonzept der Güterdrehscheibe Kantopolis beraten. Das weltweit agierende Unternehmen hat schon viele Logistikkonzepte erfolgreich umgesetzt. Schauen wir mal, ob die Profis die teilweise unkonventionelle Arbeitsweise der Newcante Logistik Group in vernünftige Bahnen lenken können. So, das ist die 232er. Und wir schnappen uns die zweite davon. Mit der fahren wir dann mit. Mal gucken, ob denn da schon vielleicht ein Stau entstanden ist, wenn jetzt direkt vier Züge auf die Bahn gehen, wo sonst schon relativ gut Verkehr ist, muss ich sagen. Ja, gucken wir mal. Den anderen können wir wahrscheinlich auch mal kürzen. Der sieht nämlich nur halb voll aus. So, der ist jetzt auf der Bahn, ist unterwegs. Und wir schnappen uns den und gleiten mal rein und gucken mal, ob es ruckelt oder nicht. Bin sehr gespannt. Ah, es ruckelt schon. Also im Spiel nicht. Ja. Aber in der Aufnahme ruckelt es leicht. Aber ich habe schon gehört, das haben auch andere das Problem. Also da sind wir bei weitem nicht die Einzigen. Du solltest mal bremsen, da ist ein Signal. Ach was. Junge, 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 Junge. Alter, ist hier Verkehr. Cool, gefällt mir gut. Ja, wir müssen dem quasi hinterherfahren. Das geht natürlich nicht, weil das Gleis noch belegt ist. Wenn wir jetzt hier vorne aber schon ein Signal hinstellen würden, dann würden wir das komplette Gleisfeld zumachen. Und das ist halt eine Sache, die nicht so gut geht. Ja, Lotus mache ich. Vielleicht hat das Aufnahmeprogramm aber auch einen Knacks gekriegt, wo wir die Festplatte gewechselt haben. Ich muss mal schauen, eventuell installiere ich das nochmal neu. Weil die Hardware müsste es eigentlich hinkriegen. Obwohl, das Ruckeln geht eigentlich. Also es ist weniger geworden. Besser als beim letzten Mal, ja. Ja, das finde ich auch. So, hier links seht ihr unseren Kraftstoffzug. Der sagt natürlich auch schon, yay, da geht einiges. Wir ziehen hier dran vorbei. Und wir werden ausgebaut. Weil der Ölzug hat kein Signal und wir haben ein Signal vor uns. Der Ölzug hat jetzt gesagt, halt stopp, das ist meine Weiche. Die kriegst du nicht. Na, ist so. Der ist ja auch schon ein bisschen länger auf der Schiene. Wir sind ja eigentlich noch im Zulauf. Außerdem ist es auch besser so, weil dann kriegen wir einen besseren Takt rein. Ich glaube, der andere ist vorher schon runtergefahren. Nö, ist es nicht kompliziert, Mamoru. Na komm, gib uns das Gleis frei. Gib das Gleis frei. Also ich soll nicht singen. Das ist doch auch mal schön, ein bisschen warten. Das ist der Zugfahrsimulator. Aber es ruckelt wenigstens nicht. Das ist doch gut, ne? Ja. Habe ich da ein paar wenig Signale drauf, oder was? Scheint so. Für das, was da jetzt auf, alles auf die Strecke geht, ist es wahrscheinlich wirklich zu wenig.
Wir hätten für die Folge nochmal ein zweites Mal News. Was? Nochmal News? Ja. Daily News? Ja, Daily News. Boah. Na dann. Kantopolis Güterterminal nimmt Dienst endlich auf. Nach den Irrungen und Wirrungen sowie zwei pleitegegangene Bauträger öffnet die Newcant Logistico endlich das mega Güterdrehkreuz Kantopolis. Zur Eröffnung waren Honoratoren aus dem In- und Ausland angereist. Hoffen wir, dass die Eröffnung endlich den Nutzen bringt und die Brötchen in Gallien nicht mehr Schimmel ansetzen und das Rohöl nicht schon in den Tanks auf dem Weg zur Raffinerie umkippt und sich selbst raffiniert. Sich selbst raffineriert, ja. Aber wir kommen relativ gut in den Gang, muss ich sagen, geschwindigkeitstechnisch. Wir sind gleich bei Topspeed. Wir werden natürlich durch den Bahnhof gleich gebremst. Was aber nicht unbedingt ein Problem darstellen sollte. Also die Rockler waren gerade auch im Spiel. Muss er halt mal gucken. Ach, Haikiro. Die Nachtschicht ist online. So, wir bremsen runter. Die Kritiker sind auch schon wieder auf bei der Filmsuche. Ja. Stoßen keine Schranken. Ja. Ich sehe das schon. Der hat wahrscheinlich auch nochmal. Oh, der andere Zug ist kurz vor uns, oder? Achso, der ist auf dem rechten Gleis. Habe ich aber echt gut gebaut, ne? Ohne Bremsen. Muss ich ja sagen. Also das lief echt flüssig. Ja, Kiro ist der Einzige mit dem grünen Gar. Noch. Die Schranken gehen auch echt spät zu, muss ich sagen. Ja, das liegt am Signal vor der Bahnübergang. Ja. Kommt gleich. Ihr werdet den Lacher gleich mitmachen. Kantopolis-Report. Ruckler bei den Überwachungskameras der Loks endlich geklärt. Lokführer mit 2,3 Promille nach Hause geschickt, um Rausch auszuschlafen. War laut firmenintern nicht das erste Mal. Ja. Jetzt wissen wir, woher die Ruckler kamen. Da fährt schon der andere Zug, das ist auch sehr gut. IVT, das haben wir schon so verstanden, dass es ein Verbesserungsvorschlag ist. Aber es liefert halt auch Schlagzeug. Entschuldigung. Da fehlt ein Stück Stromleitung. Nee. Doch, am Ausfahrgleis. Würden die Züge ja nicht fahren, oder? Ach, das sind alles Dieselzüge. Okay, gucke ich gleich nochmal nach. Alter Schwede, ist aber auch auf Gleisfeld geworden, ey. So, den werden wir jetzt erstmal hier behalten. 624, 66 in Fido-Rot, nochmal Schiebewandwagen. Nicht schlecht. Ja, nochmal stabilisierte PL. 20. Autosave. So, hier kommt der vierte Zug, der hier hin soll. So, wir fahren mal fix mit hoch. Weil der andere Zug bleibt ja eh unten. Weil es so schön ist, probieren wir es nochmal aus mit den Rucklern. Aber es ist relativ wenig geworden, muss ich sagen. Achso, ich muss meine Maus nochmal aus dem Bild nehmen. Jetzt kriege ich wieder Mecker.
teilt sich gleich das Gleis. Gleich das Gleis. Genau. Hier gehen wir in die Extra-Strecke. Weil wir sind unten ja an dem Einbahngleis sozusagen angeschlossen. Also sie sind zwei Richtungsgleise. Deswegen müssen wir jetzt hier einmal über die Brücke rüber. Da sagt mir auch Codierung überlastet. Kriegen wir alles hin. Ich gucke mir die Aufnahme gleich nochmal an. Sonst müssen wir die Einstellung nochmal ändern. Weil geschwindigkeitstechnisch läuft das gut. Und das Gute ist ja auch am Umschlagbahnhof oder an dem Bahnhof in Gallien, da können die natürlich auch schon Baumaterialien mitnehmen. Weil die natürlich auch dort angeliefert werden. Könnte sogar sein, dass da Öl ist. Theoretisch. Kann der Flut noch kommen. Theoretisch könnte es mit hochkommen, ja. Aber wir holen da gar kein Öl ab. Also wir können ja unten gar kein Öl verteilen. Sagen wir es mal so. Doch nicht. Na komm, komm, schnell, schnell raus aus dem Bahnhof. Schnell raus aus dem Bahnhof. Und ja, so muss das. Kiros Vorschlag ist auch gut. Kann mal jemand eine Wartungsmannschaft zu der Brücke schicken? Der Rost wirft langsam 3D-Effekt. Ja. Ja, ich hoffe, dass die Produktion mal wieder hochgeht von dem Getreide und von dem Vieh. Wir müssen nur mal die Kunststofffabrik anschmeißen hinten. Ja, aber wir brauchen ja mehr Getreide, dass wir nach oben gehen. Hier kommt der Personenzug noch. Alter Schwede, ist hier Verkehr, ey. Der ballert hier auch mit voller Geschwindigkeit durch. Geil. Genau wie ich mir das vorgestellt habe. Na, liegt da schon was? Oh. Könnte. Ja, ist. Für die erste Rutsche auf jeden Fall gut. So, und dann gleich unten starten. Ja. Erstmal kurz beladen. Voll. Was mit? Wie viel bleibt liegen? Umschlagbrot. Nicht viel. Aber die Baumaterialienzüge. Nö, es fahren immer noch nicht ausgelastet. Aber hier liegt wieder mehr Getreide rum. Ich glaube, die haben die Produktion erhöht. Hier oben liegt so viel Brot rum. Hier oben haben wir jetzt die Produktion angeschmissen. Versuche mehr Brot abzutransportieren. Ja, da sind wir dabei. Zug kommt schon. Zug ist schon da. Oh, voll. Würde ich jetzt mal behaupten, dass er voll wird. Gut, voll. Jetzt fängt es an, interessant zu werden. Du machst dir noch Gedanken über die Kosten für die Umschlagzüge. Ja, muss ich auch. So, hier ist wieder ein Kraftstoffzug angekommen. Der wird natürlich auch im Moment leer. Aber das wird sich ja auch gleich ändern. Ja, verlängern oder... Ne, verlängern brauchen wir noch nicht mal unbedingt. Einfach vielleicht noch einen Zug draufsetzen. Auch. Erstmal noch nicht. Oder? Ich würde jetzt erstmal gucken, ob die voll ausgelastet sind. Also wenn gleich der Brotzug von oben kommt, der Knüppel voll ist, dann würde ich mal sagen, dass locker die Hälfte hier nahe zum Umschlagbahnhof geht. Oh.
brauchen ganz schön Kraftstoff hier, muss ich sagen. Wie viel haben wir denn da jetzt drauf? Wie viele LKWs? 5 LKWs. Mal die 40 Tonnen nehmen. Das sind doch schon fast die 40 Tonnen. Straßenfahrzeug. Wir können da noch mal ein paar hinschicken hier. Wir haben noch diese tollen neuen Volvos. Tanker. Die mit Deckslänger. Was denn? Meinst du die mit Deckslänger? Ja. Ein oder zwei? Immer zwei. Zwei. Gütertruck. Wuppertal Industrie. Moment. Gucken wir lieber mal nach, bevor ich das Falsche nehme. Industrie. Wuppertal Industrie. Gut, die gucken wir uns auch nochmal flott an. Fahren natürlich gleich mit der dicken Werbung hier drauf rum. So muss das sein. Schönes Bild. Herrlich. Richtig Bewegung. Richtig Bewegung. So, gucken wir mal. Der Brotzug ist noch nicht angekommen, aber alle Steine sind für den Umschlagbahnhof. Hier kommt der Brotzug. Gut. Wir sind aber bei 30 Minuten schon wieder angekommen. Wir sind schon wieder drüber. Das gibt's aber gar nicht. Wir haben noch einmal eine Nachricht. Ganz dringend. Ja, okay, dann. Der Kantopolis-Report. Nahrungsmittel kriegen Sie in Eckland. Sämtliches Getreide von Kantweizer Unternehmen aufgekauft. Kante Logistikgruppe hilft mit Lebensmittellieferungen aus Schienennutzungsrecht. Firmenkonto und Konto der Getreideaufkäufer rein zufällig dasselbe. So, wir lassen uns mal überraschen, was hier gleich passiert und wie das aufgeteilt wird. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr reinschaut in eine weitere Folge. Also dann, bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Tschüss.